Winehouse und hier ist Radio Neunkirchen ab der 94.6. Freue mich, dass Sie alle mit eingeschaltet haben am Montagabend. Helden, die ihr seid, das bedeutet, dass wir wieder Gäste haben. Heute haben wir aber einen einzigen Gast hier und der verspricht aber auch einiges, denn es ist der Musikproduzent Johann Friedrich Maisberger. Schönen guten Abend. Hallo Ralf. Johann, du machst schon seit ewigen Zeiten Musik und produzierst auch und komponierst, also alles so, was dazu gehört. Ja, das ist richtig. Also Musik mache ich schon seit meiner frühen Kindheit an, mit ganz einfachen Anfängen auf einem alten Harmonium, wo mir mein Vater damals so erste musikalische Gehversuche beigebracht hat. Das hat sich dann im Laufe der Zeit so ein bisschen verfeinert. Dann kam der Wunsch auf, vielleicht mal ein moderneres Instrument zu spielen. In jener Zeit waren das Hammond-Orgel, aber die waren dermaßen unerschwinglich teuer, dass ich mich dann letztendlich auf die Gitarre zurückentwickelt habe, was jetzt nicht abwertend zu verstehen sein soll. Habe dann eine Weile Gitarre gespielt, auch während meiner Studienzeit in Köln, war dort auch in einem Musikprojekt, so wie es heute teilweise auch hier ist, mit den verschiedenen sogenannten Music Schools, wo man talentierte Musikschüler dann so ein bisschen bei der Hand nimmt und ihnen anbietet, wir geben dir speziellen Unterricht und dafür machst du für uns bei einer passenden Gelegenheit, bei einem Live-Act irgendwo mal so ein bisschen mit. Und ich liebe einfach die englische Sprache und nutze auch jede Gelegenheit dazu. Und aus dem Grund denke ich, dass ich mit der englischen Sprache auf meinem musikalischen Sektor weiterkommen kann. Wir werden jetzt mal einen Song von dir hören und zwar heißt er The Farewell, also der Abschied. Da gibt es ja auch eine Geschichte zu und die werden wir dann aber erst im Nachhinein unseren Hörern erzählen. Wir wollen es natürlich sehr spannend machen, aber das hier, eine Produktion von ihm und zwar von Johann Friedrich Maisberger, JFM, jetzt für Sie hier auf Radio Neunkirchen. Produzent Johann Friedrich Maisberger. Und wir werden natürlich gleich mal diesen Song mal so ein bisschen mehr beleuchten und auch mal gucken, was da so alles dahinter steckt. Wenn Sie jetzt natürlich der englischen Sprache mächtig sind, dann haben Sie natürlich verstanden, was es da ging. Aber wir werden gleich mal die Lyrics ein bisschen aufarbeiten hier bei Radio Neunkirchen. Freue mich, dass Sie da sind. Gleich reden wir weiter mit Johann Friedrich Maisberger. Den Abschied schon zum Anfang der Sendung. Ja, es gibt ja eine große Geschichte dazu und kein Song ohne Geschichte und das hier ist auch eine besondere Geschichte. Ja, die Geschichte hinter diesem Song, The Farewell oder der Abschied zu Deutsch, ist wirklich geschehen. Ich hatte vor ein paar Jahren eine sehr nette Arbeitskollegin, die eines Morgens ins Büro kam und sagte, Johann, ich muss nachher mal für ein paar Stunden wieder verschwinden, ich komme aber am Nachmittag wieder. Und ich war so ein bisschen überrascht und habe dann einfach nur Fan von Winter und Schnee. Ich denke, wir sind auch diesen Winter ganz besonders leid geplagt, was Schnee und Kälte anbelangt. Es ist jetzt langsam Zeit, dass wir Sommer kriegen. Dann knüpfen wir mal jetzt so eine kleine Brücke ja, zu dem Song The Farewell, also Abschied. Abschied vom Winter wäre jetzt schön, aber den Abschied, den du hier gesungen hast, das ist ein ganz anderer, da geht es um eine Scheidung. Erzähl uns mal ein bisschen dazu, aber erst hören wir uns mal in Ruhe den Song an. JFM, also das sind die Kürzel vom Künstler und der heißt mit vollem Namen Johann Friedrich Maisberger, heute hier bei mir zum Gast. Willkommen zurück. Kurz vor den Nachrichten haben wir noch ein, zwei Minütchen mit Johann Friedrich Maisberger. Freue mich, dass du da bist, Musikproduzent aus St. Wendel, aber genauer gesagt eigentlich aus Winterbach, ne? Ja, das ist richtig. Also man muss schon die Örtlichkeiten richtig feststellen, ne? Ja. Kennen dich viele dort? Ja, die kennen mich, aber aus anderem Anlass. Okay. Weil ich bin, ich sagte ja vorhin, es gibt zwei große Bereiche, in denen ich tätig bin. Einmal die Fliegerei. Und das andere, ich bin kirchlich sehr engagiert. Okay, glücklicherweise kein GZ. Jetzt im August 16. Das heißt, irgendwann muss Papi auch mal eine Hilfe machen. So, jetzt gibt es ja seit vorige Woche Mittwoch einen neuen Papst. Ist das auch schon im Winterbach angekommen? Selbstverständlich. Ich war noch am vergangenen Wochenende im Diözesanhaus St. Thomas in der Eifel gewesen, wo ich als Zelebrant einen Weiterbildungskurs belegt habe. Und da war das Thema neuer Papst natürlich auf der Tagesordnung. Franziskus I. So, jetzt geht es beim neuen Papst jetzt um viele arme Menschen. Es
denjenigen in den Arm nehmen könnten oder mit ihm reden könnten. So viele Menschen, die im Laufe der Jahre sich völlig zerstritten hatten, die kein Wort mehr über Jahre miteinander gewechselt haben, und dann plötzlich finden sie sich vor dem Grab wieder und müssen feststellen, jetzt muss ich damit leben. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, Junge, es tut mir leid, was ich da gemacht habe. Entschuldige, verzeih mir bitte. Jetzt lebt derjenige damit und trägt es mit sich, bis er selbst irgendwann mal im Grab liegt und dann sagen kann, naja, vielleicht im Himmel sehe ich dich wieder und dann gebe ich dir dann die Hand. Das war Jazz Total. Noch einmal Deep Breath. Du, 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 du. Ja! Genau! Cool! Dass das so gemischt ist, also das waren jetzt wirklich Elemente von Pink Floyd, von Alan Parsons. Ich glaube zum Schluss auch so dieses Geklatsche und sowas hat mich so ein bisschen an Santa Esmeralda irgendwie so erinnert. Also auch Jazz Brutal habe ich irgendwie rausgehört. Also du klaust ja nicht die Musik, sondern du hast dich davon inspirieren lassen. Mensch, heute Abend bin ich wieder sehr traurig, dass mein heutiger Gast mich jetzt schon verlassen tut. Es geht mir bei vielen Vereinen so, die hier zu Gast sind. Die sagen immer so zum Ende, Mensch, das war so locker, war so schön. Also wir würden gerne noch ein bisschen dranhängen. Meistens sind die total nervös, aber das liegt sich schnell, hast du auch gesagt. Ne? Ja, das stimmt. Man wird ja auch hier entsprechend gut empfangen und ich sage mal gefühlt, also es ist schon sehr, sehr angenehm. Als ich dann die Geschichte eben von Emi Elektrola gehört habe und in Köln was mit deiner Gitarre und gesagt hat, Mensch, da hatte ich jetzt irgendwie Angst gehabt, da reinzugehen, bist doch nicht reingegangen, dachte ich schon, Mensch, hoffentlich erinnert das sich nicht an diese Geschichte wieder, kommt nicht ins Radio, aber du hast den Weg geschafft. Bist du im Aufzug oder zu Fuß hoch? Ich bin im Aufzug gekommen. Gut, Gott sei Dank, ja. Wir haben auch alle Knöpfe präpariert, also man muss in den vierten Stock fahren, auch extra für dich heute Abend. Mein lieber Johann Friedrich Maisberger, wie geht's denn jetzt weiter? Was hast du denn jetzt so am Start für die nächsten Wochen, Monate, Jahre? Nun gut, im Moment möchte ich halt eben den Ghost hier promoten. Hoffe, dass ich damit auch noch auf anderen Plattformen irgendwo Gehör finde. Und da ist auch einiges in der nahen Zukunft noch im Petto. Als nächstes, ja, es sind einige Produktionen schon angedacht. Was es genau sein wird, das ist im Moment noch etwas offen. Weil man konnte hier hören, von Disco bis hin zum Pop-Rock war jetzt alles vertreten und jedes Stück war anders als das vorherige. Denn ich habe nicht das Vorhaben, etwas zu kopieren, sondern es sollte dann doch irgendwo wieder was Neues sein. Ah,